Ja, was der Gruppensieg am Ende bedeutet, werden wir dann bei der Auslosung sehen. Aber grundsätzlich ist die Tendenz schon dahingehend, dass die Ersten in der Gruppe meistens die stärksten Mannschaften waren in der Gruppenphase. Und demnach ist es wichtig, auch als Zeichen nach drinnen, nach draußen, immer bedeutend zu versuchen, alle Spiele zu gewinnen. Ja, bei Chupo natürlich hat immer ein bisschen was mit Flow zu tun, wenn du Selbstvertrauen hast. Aber er hat natürlich auch eine außergewöhnlich gute Qualität. Er hat einen sehr cleveren Abschluss. Wenn man seine Tore alle sieht, es gibt fast nie ein Tor, wo er einfach nur blind drauf nagelt, sondern hat immer eine Idee bei seinem Abschluss und dann kommt am Ende auch viel Gutes raus. Er macht aber auch so, finde ich, einen sehr guten Job aktuell, nicht nur die Tore. Aber er hat da wieder sehr gut gemacht und wir sind, habe ich schon oft gesagt, froh, dass wir ihn haben. Wir haben letztes Jahr viel auf ihn verzichten müssen, weil er einfach lange weg war aus verschiedenen Gründen. Ja, jetzt ist er voll da und wir versuchen natürlich, ihn weiter da zu unterstützen, dass er die Leistung bringen kann, die er aktuell bringt.